Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Sie die Vision mit dem Weed. Hast du nicht gesagt, hier ist die nächste Mission? Ja, wir sind bloß noch nicht reingelaufen. Achso. Guck, Achtung, jetzt verfolgt mich das Ding. Cool. Hey, kennst du diese komischen Bälle mit dem Wiesel dran? Ja. Das ist das gleiche. Das ist auch wieder Wiesel. So eine Mission, wo keine Gegner sind. Weiß ich nicht. Ach, hier geht's hoch. Habe ich schon mal gemacht? So. Lieber Beat, willst du die Zuschauer nicht auch begrüßen? Ich hab doch Hallo gesagt. Imaginär. Ja, Hallo, Zuschauer. So, in einem Nebensatz. Der komische Bällchen kommt da übrigens nicht hoch. Ja, das kommt nicht durchs Fenster durch. Das geht ja eh gleich kaputt. Hallo. Wie war das mit keine Gegner? Ich hab noch keinen gesehen. Der ist runtergefallen. Der war da oben so ein Scharfschütze. Oder gesprungen? Wer war der nu? Der ist festgesetzt. Wen schießt du denn? Ich drück mal Knopf. Antenne, Stromzufuhr. Wo müssen wir hin? Da oben rauf. Da. Hier, ne? Nee. Hä? Warum gehst du da runter? Warum da hinten wieder hochzugehen? Ah, ich weil ich aufs Dach will. Ah, weißt du, gehen wir auf Dach. So, wie du wolltest doch noch was machen. Ich wollte was machen. Habe ich gehört. Ja. Was denn? Irgendwas mit Mutterbombe, blablabla, oder war da was? Wolltest du das nicht machen? Militär ist doch eher so deins. So, jetzt sind wir hier oben und wir sind trotzdem nicht weiter. Glückwunsch. Ah, hier hinten. Nee, Olle Trump hatte heute seine Bombe abgeworfen da, ne? Hier, die Mutter aller Bomben. Die aber nicht nuklear, also quasi. Nicht-nukleare, also die stärkste Bombe, die es weltweit je gab, aber nicht nuklear. Aber muss man auch sagen, die stärkste Einzelbombe, weil es durchaus vorgekommen ist, dass amerikanische Bomber mehrere Eintonnenbomben abgeworfen haben. Ja, die stärkste Einzelbombe. Oh, das tut weh. Nee, ich nehme einfach hier das Seil. Das Seil? Was ist auf der anderen Seite? Das ist mein persönlicher Held des Tages. Da ist ein Seil. Komm ich denn hier nicht rüber? Hä, wie ist denn der Gegner darüber gekommen? Warum komme ich denn da nicht hin? Sonst bist du da unten und ich hier oben. Ja. Ach, Weed. Hallo, Weed. Ja, warte, ich folge dir unauffällig. Hallo, Weed. Bleib da, wo du bist. Ja, ja. Nee. Ich habe dann scherzhafterweise gemeint, weil diese Bombe, es gibt, glaube ich, nicht so viele davon. Speziell diese Bombe war Baujahr 2003. Wir gucken mal kurz auf den Tacho. Also vor knapp 14 Jahren gebaut worden. Was fällt unter dem Busch? Was fällt unter dem Busch? Das Bauteil von der Bombe, oder? Ja, ja. Die Bombe an sich ist konzipiert worden für den Irakkrieg 2003. Also Hillary. Mensch, verwirrend. Nee. Ja, aber Hillary hat doch gesagt, wir laufen in den Irak. Ach so, ja, kann sein. Auf jeden Fall, wie gesagt, Bombe gebaut, 2003. Und was man wissen muss, und das ist wirklich kein Scherz, dass Munition und auch Bomben zählt dazu, ein MHD haben. Ja, wenn es fallen lässt, ist es kaputt. Diese Waffen haben ein MHD. Zum Beispiel bei der Bundeswehr, ich weiß, dass es bei uns bei der Bundeswehr so war, dass wir regelmäßig zum Schießen raus sind, weil das MHD unserer Munition abgelaufen ist. Zufällig ein G36? Ich glaube, der hatte die anderen Probleme. Ja, wir hatten nur eine G36. Wir hatten ja leider keine guten Gewehre. Und wenn das MHD ausläuft, gibt es zwei Probleme. Also wenn es abgelaufen ist, darfst du sie nicht mehr verwenden. Technisch gesehen, es schimmelt ja nicht. Es wird ja nicht schlecht oder so. Sondern genau. Und ist ja nicht wie Wein. Und das ist aber so, dass dann der Hersteller der Munition nicht gewährleisten kann, dass die Waffe noch funktioniert, dass die Munition noch hundertprozentig sicher und funktionsfähig ist. Und weil die das nicht gewährleisten können, haben sie halt ein MHD auf den Waffen, damit die Soldaten wissen oder der Typ von der Materialtruppe halt weiß, wann diese Dinger außer Betrieb genommen werden müssen. Also machen das viele Kasernen so, dass die Munition verbrauchen. Dass beim Schießen, wenn es dann zum Beispiel zum Überschießen raus sind, speziell nur die alte Munition erstmal verwendet wird. Hilfe!
Ja, ich auch. Legst du schon auf den Boden? Danke. Ja, jetzt. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es da das Gleiche war. Wir sind aktuell schon in einem militärischen Konflikt. Und ja, warum denn nicht? Ich schmeiße Granate hierher. Nee, der hat sich selber fallen lassen, weil ich ihn angeschossen habe. Ich bin neben dir. Danke. Und ich glaube, da ging es fast genauso darum. Erstens, Trump. Nehme ich viele kleine oder eine große? Was ist günstiger? Genau, nehme ich viele kleine oder nehme ich eine große direkt neben dir? Erstens das und zweitens, ja, ich bin jetzt Präsident, ich muss mal ein bisschen was Muskel zeigen und bla bla, ich bin ein Idiot und bla bla, ich habe ein Frettchen auf dem Kopf und bla 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 blub. Kim fallen lassen. Ja, nee, das geht ja nicht. Man kann ja nicht wieder irgendwo einen Krieg anzetteln für Demokratie. Ich meine, gut, also klar, es bessert wahrscheinlich nichts, aber vielleicht wahrscheinlich doch. Boah. Dementsprechend, da sind wir, also nach dem Motto, da sind wir eh in einem Konflikt und die muss weg, also warum denn nicht gleich einsetzen? Ohne dich unterbrechen zu wollen, da hinten ich mit Handy sammelt sie jetzt ein, sonst beißt du nachher nach. Ja, deswegen bin ich hergelaufen. Ja, muss weg, ne? Sprich auf das Band. Hi, genau. Wo zum Teufel bist du? Du solltest mich vor 3 Stunden am Flughafen abholen. Vielen Dank auch. Nochmal blaue Kampfmission. Ja, ne? Um in so einen scheiß Bus zu steigen. Was ist Blau brauche ich eh noch einige. Hey, warte, jetzt rennst du zu der, die du nicht markiert hast. Nö. Ich wäre jetzt hier nach links abgebogen. Hä? Okay, ja, Ich glaube durch die Seitengasse. Ja, ich wäre über die Hauptstraße gelaufen, jetzt bin ich aber dummerweise in die Seitengasse reingefolgt. Ah, ist das nicht schlimm? Was? So nur Loot. Schräg über uns. Ja. Da. Ja, boah, hat sich gelohnt. Inventarsvor. Nee, aber. Ich war bloß leicht verwirrt, weil du hast vorhin angefangen zu kichern, als ich meinte, ja, MAD ist wahrscheinlich abgelaufen, musste raus. Alle Einheiten. Ja, war nicht mehr haltbar, weißt du, Bomben, die war nicht mehr, also, weißt du, mit den Händen halten. Und dann hatte sie fallen lassen und dann. Kaputt. Ach so. Och, schade, man darf nicht aufs Dach. Wow. Oh, die machen voll Schaden. Jetzt hab ich sie an offen Stelle fallen lassen und explodieren lassen. Ich bin so ein Held, ey. Ich hab's noch was? Nahkampf getötet. Nö, ne? Du musst hier mal ein bisschen spielen, dass du bist. Du spielst jetzt The Division. Wie, du spielst jetzt The Division. Echt? Sagte mir mein PC gerade. Ich level doch. Komm. Aber was machst du denn aktuell noch so, lieber? Arbeiten. Nein, meine andere Projekte, du wolltest doch mal wieder Videos machen. Ja, ich wollte Cities machen, dann habe ich die Zeit zum Aufnehmen, fehlt mir, dann müsste ich eigentlich, also ich könnte eine extrem langweilige Episode machen, irgendwann wird eine coole Timelapse und... Komm mal her, besser, da kommen ein paar mehr. Wo? Siehst du die denn? Von hinter uns. Oh. Warte. So, da. Da kommen einige mehr. Ja, ich wollte dies machen, dann habe ich hier noch einmal mit dem Boxberg rumliegen und 2 lustige Simulatoren, die ich mal anspielen wollte, die ich aber noch nicht mal ausgepackt habe, weil ich einfach keine Zeit hatte. Welche Simulatoren? Warte, ich habe hier einmal den Ölplattform-Simulator und einmal den Flughafen-Feuerwehr-Simulator beim Mediamarkt für jeweils 5 Euro mitgenommen. Oh. Ich glaube, der Flughafen-Feuer-Simulator soll gar nicht so schlecht sein. Der ist ja von 2012, ich bin mir nicht so sicher. Von wo schießt der denn? Hallo! Gerade irgendwie zu bunt. Ich brauche einen besseren CPU, der ist schon wieder bei 100%. Ach richtig, dann wollte ich noch einen neuen Rechner oder so. Wo kommen denn die alle her? Hä? Das sind die, von wo ich am Anfang gesagt habe, weg von da.
Ah, der guckt in die falsche Richtung. Ah. Hilfe! Wo kam denn der? Ich habe keine Munition mehr. Munition mehr? Du hast zwei Waffen. Out of Ammo. Out of Ammo. Komplett. Schrotflinte? Also ich muss auch meine Primärwaffe. Er schießt eben im Kopf und es passiert nicht. Aua. Warte, wir machen Nahkampf. Wir werden einfach beide irgendwie los. Ich renn einfach um ihn rum. Ich hab ein Geschütz an ihn erschossen. Böses Geschütz. Dann kriege ich nicht mehr was von dem. Danke, Sie haben die Strafe. Nee, hab ich hier hinten schon. Ist ich nee, meine Schuss in der Hauptwaffe. Meine Sekundär ist leer. Komplett. Das ist nur eine Hauptwaffe. Ja, aber die ist kacke. Was? Also sollen wir da kurz zurück in Ernstes. Warte, hier sind aber nur noch Gegner. Ja, warte, hier hinten sind noch zwei Gegner. Ich mach die kurz. Wollen wir, genau, was jetzt davon? Wir gehen dahin den Einsatzbericht holen, dann gehen wir nach dahin. Vermisste Agenten? Nee, vermisste Agenten nicht. Aber hier ist Safehouse direkt. Dann gehen wir doch ins Safehouse. Dann gehen wir einfach ins Safehouse hier oben jetzt hin. Da können wir fix Munition auftanken. Timer hast du aber ja, an. Das ne? Läuft doch mit Action automatisch mittlerweile. Ach, hier. Ich brauche dringend Munition für meine Sekundär. Weißt du, manch anders schießt mit seiner Primärwaffe, ne? Tracheus? Hat die nur zu Deko dabei. Klar, wenn du mir ein ordentliches Sturmgewehr gibst, was ich als Primär tragen kann, dann nehme ich das. Du meinst sowas wie ein G36 Militär, was ich du musst noch. Meinetwegen. Der Pfad auf der Kappe ist auch mit Erbsenpistolen. Ich schieße auch mit Erbsenpistolen. Oder wie sagte mein Feldwebel damals bei der Wachausbildung für die Kaserne? Ja, die drei Jungs brauchen jetzt separate Schulung und die haben eine echte Waffe gelernt. Hä? Wie? Du bist auch nur Tracheus, wenn du im Safehouse vorbeiläufst, oder? Genau. wenn du bei der Bundeswehr bist, kriegst du erstmal deine allgemeine Grundausbildung. Ne? Die AGA, wie man auch so schön sagt. Wenn du deine AGA abgeschlossen hast, wirst du von da aus versetzt in deine Stammeinheit. So, und bei der Stammeinheit bekommst du nochmal separat eine Ausbildung für die dortige Wache, also wo der Streifenweg lang geht. Und so Plumperquatsch, was du beachten musst beim Streifengang und den ganzen Plumperquatsch alles. Aha. Und da haben wir, wird auch nochmal überprüft, ob du weißt, wie eine Waffe funktioniert. Also zerlegen, zusammensetzen, blablub. Und da mussten wir uns leider melden, also wir, die von der Einheit, wo ich meine Grundausbildung gemacht hatte. Und dann ging es nämlich an die G36 ran und da mussten wir uns melden und mussten und dann zugeben, wir haben keine Ahnung, wie man diese Waffe zerlegt, wir haben das nicht gelernt, weil wir sind an einer anderen Waffe ausgebildet worden. Weil wir wurden noch an der G3 ausgebildet, die es aber in den Einheiten nicht mehr gibt, die gab es bloß noch in den Grundausbildungseinheiten. Und da wir nicht wissen, wie man die zerlegen, musste der uns erstmal beibringen, wie zerlegt man eine G36. Deswegen meinte er zu den anderen, die es gelernt haben, weil die kamen irgendwie aus Gerolstein, da gab es die G36 auch in der Grundausbildung. Hat er gesagt, ja so, ich muss jetzt mal den, ihr macht das mal weiter und ich bringe jetzt den bei, wie man eine G36 zerlegt, zusammensetzt, weil die an einer richtigen Waffe ausgebildet wurden. Das ist gut. Fand ich geil. Ja. So, mal gucken, was ich da an Waffen gefunden habe. Vielleicht habe ich was anderes, schöneres. Ist blau besser als grün? Nein, ne? Ja, kommt immer noch auf die Werte an. Ach, alles ich kacke. Was überlegen ist. Vergleichen ist G. Die ist jetzt für das verglichen mit der MK17 Polizeiversion. Die M4 Polizeiversion ist. Ist aber ein Sturmgewehr. Und die andere ist ein Präzisionsgewehr. Und die ist aber kacke. Höhere Stabilität, schlechtere Reichweite, logisch, weil kein Präzisionsgewehr, bessere Nachladezeit, die Präzision geht zurück. Ja, komm, legen wir die an. Wo läuft der Fernseher? Warte mal, hier gibt's hier noch. Ach, da hinten?
Weil du Fernseh guckst. Da das ist da. Das ist da. Ach, das ist das Radio ja, hier. Ich nehme jetzt mal die. Dann, was gibt's denn da noch? Ich habe noch eine Ska-L. Moment, war gerade noch eine Ska-L. Ich habe, warte, ich habe eine Ska-H. Ah, falsche Waffe zum Vergleich geklickt. Oh, neue Aussichtsgegenstände. Ich nehme euch jetzt live mit, wie ich die neuen Aussichtsgegenstände angucke. Ist das nicht spannend? Hui, so viele Mützen. Hui, so viele Hosen. G36, verbesserte G36. Ach komm, wir nehmen einfach den Spaß, gönnen wir uns. Die ist vielleicht ein bisschen schlechter, aber ist mir scheißegal. Den Spaß gönne ich mir. Ich nehme jetzt eine G36. Die modifizieren wir. Ich unterbreche so lange mal die Aufnahme. Bis gleich. Okay. Dum, 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 dum. Hä? Warte mal. Die wollen wir modifizieren. Hallo, blödes Dingsy. Die möchte ich gerne modifizieren. Öffne mir doch mal mein Menü. Bah, ist die hässlich. Ich wusste, warum ich diese Waffe gehasst habe beim Bund. 32% Magazingröße. Rinn damit. Ja. Bau mal rein da. 32% mehr Magazingröße. Unterlauf. Was kriegen wir denn da? Da habe ich nur... Mit welcher Waffe ist das denn verbunden? Ja, yep, kannst du haben. Was würdest denn du nehmen? Kritische Trefferchance? Plus 5%? Oder? Gesteigerte Bedrohung? Oder kritische Trefferchance plus Crit plus verminderte Bedrohung? Ja, ist auch auf der Polizeiwaffe drauf, dementsprechend ist es egal. Optik nehmen wir natürlich das von der Polizeiwaffe runter. Und ein Outfit. Irgendwas mit Wasser. So ist schön. Da wollen wir mal gucken, was der ganze Rest noch sagt. Bla bla blub, da ist nix. Das ist... Wow, alles besser als das, was ich habe. Nehmen wir das da einfach rein. Knieschoner. Nehmen wir einfach rein. Rucksack. Nein. Handschuhe. Ja, komm, nehmen wir mit. Nein. Haben wir Verbesserungen? Schnell wechseln wir eine, brauchen wir nicht. Magazin, ach komm, bin fertig. Wie, was? Der Dreck ist fertig, es kann weitergehen, oh mein Gott. Ja. Nur schnell neue Munition aufnehmen. Darauf war ich jetzt so direkt gar nicht vorbereitet. Geht immer alle von den Dinger weg. Ich, hallo. Weg da, kusch. So, jetzt. Hast du schon eine neue Mission? Trinke ich noch schnell einen Schluck. Live in die Aufnahme. Ich dachte, du wärst fertig. Papa, papa. Ja, ist schon spät. Woran das wohl liegt? Vielleicht an der Person, die eine Stunde gebraucht hat, um das Spiel hinzukriegen. Auch noch in die andere Richtung. Mensch, bleib doch hier. Wieso, wo willst du denn hin? Woanders. Ja, ich dachte, wir machen jetzt noch einen Kampfeinsatz. Fehlt ja wohl so ein Kampfeinsatz bei mir. Theoretisch ist der auch in die Richtung oder in die andere? Also, wir haben... Nach oben habe ich noch, fehlen mir noch, genau, zwei Kampfeinsätze fehlen noch, ein Nebeneinsatz und ein gelber Kampfeinsatz. Dann ist das Gebiet clear. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir den Kampfeinsatz zuerst. Oh, dein Ernst? Jetzt bin ich hier runtergelaufen. Ja, du hast doch gesagt, halt. Ja, hast du gesagt, in die stehen. Richtung. Und dann habe ich gesagt, ich gucke ja, erstmal. In die Richtung. Wo ist denn hier der Ausgang? Hier geht eine Treppe runter, aber ist kein Ausgang. Hallo? Ach da. Bist du besoffen? Ja, du siehst hier erstmal keinen Ausgang raus. Du siehst bloß Zaun. Kletter einfach drüber. Ach so, Mann. Du kannst ja hier an jeder Stelle drüber klettern.
Das ist doof. Das Problem nicht. Oh, ich doof. Ich hasse dich. Du bist kacke. Zentrale hier. Rikers haben eine Einheit bei der 53. West gestellt. Wir brauchen Hilfe. Boah, die schon klingt, die Waffe. Die klingt schon flack. Ist eine Schalldämpfer drauf, Mann. Die ist ja drauf. Wie klingt die wahrscheinlich so kacke? Klingt wie eine Nagelpistole. Ja, jeder Soldat, der daran ausgebildet wird, tut mir leid, ganz im Ernst. Ihr habt mein Mitleid. Hey, wie hätten der JT-Off-Officer jetzt in 2 Sekunden Schaden bekommen? Durch deine Anwesenheit. Ich glaub's auch, ey. Komm noch mehr! Reed, mach mal bling bling. Bling bling hab ich gerade noch nicht. Ich hab auch keinen ordentlichen Granaten mehr, hab ich das Gefühl. Was hab ich denn noch? Okay. Neben dir steht eine Munitionskiste. So. Boah, ey, die verzieht. Ist da ein Sniper? Da ist ein Sniper. Warte, wo? Granate. Das kann's weiter. Sind die beim Laufen gestorben? Da sind immer noch welche hinten. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Noch mehr? Sniper. Moment, man geschützt auch mal ein bisschen was zu tun. Ja, komm doch einfach mal in meine Richtung. Ich bin direkt hinter dir. Dein Geschütz steht da. Mein Geschütz steht genau neben dir. Ja. Wie das böse. Ich drücke dir einen Headshot und es passiert nichts. Also, du siehst, dass die Kugel direkt ich hab ihn erschossen. Es passiert einfach nichts. Auf sie kann man zählen. War das gerade eine Schrotflinte? War das gerade eine Schrotflinte? Ja, abgesäbte, doppelläufige Schrotflinte mit 1000 SPS. 10.000 SPS. Ich würde sie dir ja, aber ich teile das Objekt jetzt einfach mal. Teilen. Ich hab schon eine. Mit 7.712 Schaden. Ich hab hier gerade was hingelegt für dich. Guck mal hier. Moment. Die ist besser als das, was du gerade gefunden hast. Du musst einfach nur lange T drücken. Wollen wir mal gucken. Welche? Die mit 10.000 und was. Hat gar keine von denen. Hä? Die ist unten. Welcher bei Wert denn? Ja, ich weiß SPS. Ja, da bin ich ja drinne. Aber SPS habe ich keine mit 10.000. Ich habe nur eine mit 7.400, die du mir gegeben hast. Vorher eine mit 6.700, jetzt habe ich eine mit 10.500. Mit 10.500 habe ich die auf den Boden gelegt. Nee, mit 7.500 habe ich gerade aufgesammelt und die mit 7.400 habe ich von dir. Wahrscheinlich von deinem Level her? Meinst du? Kann das sein? Ja, das kann sein. Weiß ich nicht. Ja, gehe ich jetzt davon aus. Okay. Dass sie aufgrund des Levels oder weil du halt irgendwelche Dingsbumsis hattest. Welche? Nennen wir es so. Ja, so, wohin? Ja. Der Kampfeinsatz ist durch. Zeug einsammeln kann ich später machen. Machen wir hier den Nebeneinsatz. Warte, nicht schießen. Geh in Deckung. Ja, hier ist Schaden. Sind alle weggelaufen. Kannst schießen. Genau reingelaufen, ey. Sind wir genau reingelaufen. Weißt du, du rennst um die Ecke an, nix. Links oder rechts? Rechts im Gegner. Ich hab wieder was gehört. Huch, vergessen. Oh! Rechts neben uns. Oder links neben uns. Wo ist er hin?
Also hier müssen wir nicht hin. Ne, wir waren die Gegner. Aber ins Geschäft können wir rein. Oh, ich habe keinen Bock, so viele Scheißwaffenteile aufzusammeln. Okay, dann nicht. Machst du das eigentlich überhaupt? Was? Also nicht das Aufsammeln, sondern Waffen verbessern, bla bla. Ja, ab und zu, aber ich... Ich weiß nicht... 90% der Fälle sieht es nicht so aus, als würde es irgendeinen Mehrwert bringen. Ja. Vor allem, da kommt eine Waffe mit 1000 Schaden raus, super. Und was bringt mir die? Aua! Warte, nicht schießen auf die. Geh in Deckung. Jetzt kannst du schießen. Mach laden. Ah, warte, da vorne. Wir sind da vorne. Ah. Oh, die Mission hier finde ich verwirrend. Ja. Du weißt ja manchmal auch gar nicht, wie du hinkommst. Wo denn? Hier. Man kann nie vorsichtig genug sein. Aua. Bisschen arg viel Schaden genommen. So, warte, wo sind jetzt denn die Vorräte hier? Ich komme, denk an den Leben. Ja, ich heil gerade extrem schnell. Die sind ungefähr 12 Straßen weiter, deswegen. Ach, nur 12? Ich dachte schon mehr. Warnung, Ware wird beschossen. Komm schon, stirb. Tot. Da hinten noch ein bisschen Blut liegen lassen. Wo ist denn der gute Weed? Da hinten. Dann markiere ich schon mal direkt die. Wie lange geht denn die Folge bei dir? Ich habe keine Timer laufen. Also ja, ich habe ja zwischendurch angehalten. So, ich habe keinen Timer mit laufen. Ich mache einfach den. Einfach noch ein bisschen. Du sagst jetzt in 30 Minuten, dann sind es 30 Minuten. Haben wir noch 10. Wo ist denn der Weed schon wieder hin? Das ist nicht der Weed. Da ist der Weed. Hallo. Wo treffen wir uns denn? An der Mission? Quasi da. Entweder bei der Mission oder. Ja. Hier wird aber noch bei der Mission. Geschossen. Ah, nee. Oh, Mann. Wo bist du schon wieder hingerannt? Ja, warte, hier ist ein Scharfschütze. Ach, der Weed sammelt doch alles auf unterwegs, ne? Klasse gekämpft da draußen. Na, Agenten sammeln? Nee, ne. Nein. Wo bist du? Nein. Den habe ich schon. Warte, hier geht eine Tür auf. Und nun? Aufgemacht. Achtung, wir haben gestohlene Medizingüter an einem Parkhaus bei der 53. West geortet. Da mehr oder weniger eine Abkürzung. Helfen Sie mir bei der Suche. Fangen wir an. Also rein vom Design her sind die Missionen doch alle gleich, oder? Ja. Habe ich nachgeladen? Ja. Wäre es nicht besser, wenn ich die Dinger mal trage? Beim ersten kommt meistens nie ein Gegner. Ach doch, da hinten. Ja, die machen ja nichts, die JTFler. Guck mal. Ja, das Problem ist auch, ich sehe ja gar nicht, wo das hin muss, weil ich sehe nicht die Markierung, wo du jetzt hinlaufen musst. Ich habe eine Granate geworfen. Die hier, da, wo die... Ach, die blaue Kiste hier, ne? Weil hier war irgendwo Munition. Willst du oben aufs Dach? Hier war Munition. War hier? Hä? Hier ist Munition. Okay. Oh, schöne Zeit. Ich bin da fast 300 Kugeln ausgegeben mit der Maschinenpistole. Ausgegeben vor allem. Oh, wo kommt der denn her? Hier fallen die Leute vor mir. Was freue ich mich auf morgen? Morgen? Ach, dein Webergrill. Genau. Morgen wird. Ich trage. Ich nehme auf. Du nimmst auf, ja, hoffentlich. Wäre letzte Stunde sonst gewesen. Ich hab.
Ich schleiche. Auch hier gleich das Ding noch einsammeln. Warte, ich vergesse. Ja, morgen kommt mein. Ja, morgen bauen wir den Grill denn auf, komplett. Wir reinigen dann unseren alten Kugelgrill. Also hier so ein billigen von der Tanke oder so, was war das gewesen. Der wird denn so für schnelle, kurze Grillen denn immer genommen. Und dann ein Elektrogrill, das wird einfacher. Nee. Schnell kurz grillen. Das ist ja witzig. Hm? So schon die zweiten. Bei der letzten Mission, die wir so gemacht haben, lagen deine zwei Koffer vor der Kiste, vor der blauen Kiste. Meiner war der einzige, der eingelegt war. Danke. Nee, den mach ich nochmal sauber, dann zieh mal die nochmal ein bisschen straffer. Irgendwo war es, was ich auch sammeln wollte. Anton war ein guter Mann. Ich kannte ihn seit 6 Jahren zum Team stehen. Ja, einer bin ich schon. Er war ein fleißiger Arbeiter. Ein liebevoller Ehemann. Oben auf dem Dach. Stolzer Vater. Seine Töchter haben in ihm dasselbe gesehen wie viele von uns. Oh, ich hab gerade seit langem mal wieder 18.000 Schaden gedrückt. Trotz seiner persönlichen Verluste ist Anton stark und ein Teil von etwas Größerem geblieben. Er war sich. Wo sind wir denn? Da sind wir. Bewusst, Untergrund tun, wollen wir nicht. Und dafür da müssen wir noch hin. Warum wollen wir Untergrund hin? Als Beispiel für uns alle. Weil ich ja keine Mission habe. Amen. Ja, der bauen wir den Kugelgrill zusammen und der wird direkt erstmal ausgebrannt, dass die ganzen Rückstände da rauskommen, die von der Produktion noch drin sind. Und dann hauen wir uns erstmal schön 4 Nackensteaks drauf. Ja, wenn er schon mal an ist. Ja, eben. Dann am Samstag wird dann. Machen wir Burger. Okay. Achtung, geht hoch. Ja, mein Gott, ist ein bisschen. Am Samstag machen wir uns dann Burger und am Sonntag ist dann das Ostergrillen. Ein schönes Lämmchen, ne? Da. Ja, genau. Ich hab mein Schatzi gebeten, dass die mal zum Metzger geht von uns, also zu unserem Metzger immer. Und dass sie doch 2 Lammkarrees bestellt. Also im Prinzip Lammkoteletts am Stück. Werf rein. Und was macht sie? Sie bestellt keine Lammkarrees, sondern einen gesamten Lammrücken von 2 Kilo. Ach, deswegen hast du mich eingeladen? Also ein Ich hab dich nicht eingeladen, du hast dich selber eingeladen. Das stimmt. Warum kann man nicht durch die Autos durchschießen? Ich frage mich, wie jetzt. Ist immer noch. Und wo schießen die denn auf mich? Durch den Baum? Warum darf der durch den Baum schießen? Aber ich nicht. Ja, genau, das meine ich ja. Rechts nehmen wir so einer? Nee. Ich dachte, der sei da noch. Ich habe nicht mitgekriegt, dass er gestorben ist. Nein, mehr. Nee, auf jeden Fall hat sie einen ganzen Lammrücken bestellt, wie gesagt, 2 Kilo, wo ich doch gar nicht weiß. Ich weiß auch nicht mal, wie man den Grill richtig einregelt, ne? Sag mal, so ein. Den. Anführer ausschalten, okay. Den Billigkugelgrill, den habe ich einfach immer. Na, das funktioniert gar nicht. Den habe ich ja immer als ganz normalen Grill verwendet. Sprich, wir haben den einfach offen gelassen. Kohle drunter, ordentlich Power und gut ist, weißt du? Ja, sag mal. Und dementsprechend. Die Kalten. Kennt man den Begriff heutzutage eigentlich noch? Den Begriff Kalten sollte man auch kennen. Ist auch immer aktuell eigentlich. Der ist übrigens gerade bei mir. Warum sagt man eigentlich, man liegt in der Kreide? Kannst du den mal erschießen? Ich renne. Du rennst nicht. Ich bin tot. Ich renn weg. Ich kann nicht wegrennen, sie haben sich auf mich konzentriert. Ich bin Hallo. Lang tot. Also richtig. Achso, sag doch tot. Im Safehouse 9 Stunden. Moment. Welches Safehouse? Nein. Das. 200 Meter. Hä? Ich hab Wolves oder Ottomans. Ach, lass mich raten, du warst in dem Safehouse und hast die Mission nicht gemacht, dass du das Safehouse bekommst. Welche? Wir sind beide 0,2 weg, ach deswegen. So, warte, ich bin in. Wolves denn? Ich? Sind beide. Wolves, okay. Weil die sind beide 0,2 stimmt weg gewesen für mich. Deswegen war jetzt die Frage, weil du sagst, es ist 0,2. Hm, ja, schöne Info. 50-50. Wollen wir die Mission beim nächsten Mal nochmal probieren? Sechste Folge, ne?
Oh, sind wir schon vorbei? Wir sind jetzt hier bei 16. Ich weiß, dass sie vorher auch ungefähr sowas mit einer Viertelstunde ging. Achso, also sind wir jetzt knapp bei 30, ja. Sagst du, ja? Willst du denn noch eine aufnehmen jetzt? Oh, können wir nächste Woche machen. Oder du machst es jetzt und levelst hinterher bis Level 23. Was hältst du da davon? Welchen Level bin ich denn? 19. Wir leveln ja, heute nicht mehr, weil ich wollte die Zeit nutzen und gleich was anderes aufnehmen, vielleicht. Wollte vielleicht auch was anderes aufnehmen. Mal gucken. Gut. Dann sagen wir einmal, wie willst du sehen? Wir sehen uns nächste Woche wieder, nächsten Sonntag. Alles spätestens. Genau. Genau, nächsten Sonntag vielleicht, wenn wir es hinkriegen, ne? Müssen wir gucken. Es ist ja doch immer kein offizieller richtiger Sendeablauf hier. Nee, bei mir steht immer noch Überraschungsvideo im Sendeplan, wobei ich der Sendeplan auch schon vorne bis hinten nicht mehr stimmt. Mein Sendeplan ist vom letzten Jahr. Glaube ich. Dann aktualisiert der Trakeo seinen Sendeplan und wir gehen jetzt einschlafen. Gute Nacht. Tschüss. Genau. Also, bis dann. Tschüss.